Ja, wir sind immer noch in der Hölle West und bei mir der Kapitän Ben Beckers und wir befinden uns vor dem Spiel am Wochenende gegen Ratingen. Benno, Review ist auch in dem Fall schön. 4:0 Punkte gegen Ratingen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Ratingen das noch weiß. Blick doch mal zurück, letzte Saison konntet ihr zweimal gewinnen. Ja, bevor ich auf die Frage eingehe, Jörg, möchte ich mich erstmal im Namen der gesamten ersten Mannschaft und des Vereins mal ganz herzlich für deine Arbeit hier bedanken. Ich glaube, dass du ganz viel Herzblut und Zeit da reinsteckst und finde das eine klasse Sache, dass wir jetzt auch, dass wir, speziell du, da Corona-bedingt dann auch eine Lösung gefunden hast, sag ich mal, das Spiel dann auch in die Wohnzimmer zu transportieren. Dafür an der Stelle erstmal ganz, ganz herzliches Dankeschön. Gerne. Danke, dass du das auch anerkennst. Nun zur Frage, das ist natürlich ein schöner Rückblick, ganz klar, da haben wir nicht mit gerechnet. Ratingen ist sicherlich die Mannschaft, die schon seit einiger Zeit versucht, in die dritte Liga aufzusteigen, die da, glaube ich, auch sehr viel, vor allem Geld reinsteckt in dieses Projekt. Ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass so Spieler wie Marketic oder Oelze halt für Lauda spielen. Insofern, klar, Ratingen ist der Favorit gewesen, sowohl letztes Jahr als auch dieses Jahr. Aber es ist natürlich schön, an diese Erinnerung zurückzudenken. Das denke ich auch. Und damit sind auch die Karten, glaube ich, ganz klar verteilt. Auch auf Basis der personellen Situation habt ihr nichts, aber auch gar nichts zu verlieren. Und ich denke, da kann man mit offenem Visier kämpfen, weil wenn ihr eins bewiesen habt, dann dass ihr kämpfen könnt. Und das hat auch die letzte Woche gezeigt. Ihr habt gefightet, wenn auch in dem Fall nicht glücklich genug, was die Abschlüsse angeht. Aber der Kampf ist doch sicher das, was euch auszeichnet. Ne? Ja, hoffentlich wird es uns das auch am Samstag dann wieder auszeichnen. Ja, natürlich. Also wir werden alles dran setzen. Wir haben, wie du schon richtig sagst, überhaupt nichts zu verlieren. Ratingen ist ganz klarer Favorit. Das ist vielleicht auch der Vorteil zum letzten Samstag. Wir haben uns schon ausgerechnet, dass wir in Bonn 2 Punkte holen. Ja. Dann wären wir mit 4:0 gestartet. Das wäre optimal gewesen. Da war die Erwartungshaltung ebenso hoch wie die Enttäuschung. Jetzt können wir ganz, ganz befreit aufspielen, obgleich in eigener Halle, aber natürlich gegen den klaren Favoriten. Ja. Klarer Favorit, du hast ja auch eben gesagt, die haben sich weiter verstärkt, auch zur letzten Saison hin. Habe ich es richtig in Erinnerung, dass sie auch einen Bundesligaspieler oder Nationalspieler wieder dazugeholt haben? Ja, ne? Also ich habe mich jetzt nicht so intensiv damit beschäftigt, aber so wie ich das mitbekommen habe, kam im Laufe der letzten Saison dann schon wieder ein Linkshänder aus der ehemaligen Bundesligaspieler dann dazu. Insofern, das zeigt ja die Ambitionen von Ratingen. Das denke ich auch und bei uns, wir können nur hoffen, dass du auch dann entlastet wirst, auch im Rückraum, dass vielleicht der Simon wieder ein paar Minuten spielen kann, das wird sich zeigen. Personelle Decke, aber auch du hast dir am Wochenende Schlag ins Gesicht abgefangen und das auch nicht geahndet wurde in dem Fall, sondern das Spiel wurde weiterlaufen gelassen, war unglücklich in dem Fall, aber wie sieht denn die personelle Situation bei uns aus aktuell? So wie ich das sehe, besser werdend. Also ich freue mich sehr über die Rückkehr vom Simon insbesondere. Der wird uns auf jeden Fall nochmal einen großen Push geben können mit seiner Torgefahr, einfach aus dem Rückraum. Das hat auch so ein bisschen geleckt jetzt einfach im Spiel, in den letzten beiden Spielen im Grunde genommen. Und ansonsten spielen die Leute, die da sind. Okay. Ich glaube, es ist eine klare Aussage, aber wenn Simon schon wieder für Gefahr sorgt, ist das super. Und an der Stelle, Benno, schon mal vielen Dank, aber ich möchte nochmal euch danken, auch die ihr den HC Weiden so unterstützt habt, auch in der Corona-Zeit als Privatperson. Für euch machen wir das gerne, die Mannschaft kämpft für euch und wir versuchen das in eure Wohnzimmer zu übertragen über das Streaming. Mal sehen, ob es am Wochenende klappt, aber wer noch Lust hat, uns zu unterstützen mit dem HC Weiden über eine kleine Spende, ich habe schon gehört, Mensch, wo können wir das denn hinüberweisen? Da können wir uns wirklich sehr drüber freuen, dass wir so eng zusammenstehen und in der Hoffnung, dass wir bald dieses ganze Virus überstanden haben. Mal sehen. In der Zeit machen wir es besser aus. Benno, ich danke dir und wir sehen uns am Samstagabend um 7:30 hier in der Halle. Ich bin nicht dabei, aber die Mannschaft wird für euch kämpfen. Macht's gut. Dankeschön. Danke. Liebe Handballfreunde, wir sind in Halle Parkstraße und parallel fängt gleich das Spiel unserer Ladies, das Nachholspiel gegen Gelbe Strombach an. Deswegen ist der Marc Schlingensief aber nicht bei uns in alter Mission als Coach von den Ladies, jetzt als linke und rechte Hand von Giovanni. Marc, erstmal die Frage, das Wochenende, lass uns mal kurz zurückbringen. Verdaut oder liegt es noch schwer im Magen, das Ergebnis? Ach nein, verdaut ist das schon. Ich denke, dafür sind wir schon lange genug im Geschäft drin. Ich denke, wir wissen, was wir da nicht richtig gemacht haben. Das war vor allen Dingen im Angriff, dass wir da sehr, sehr viele Chancen haben liegen lassen, beziehungsweise sind auch gar nicht zu
guten Abschlusschancen gekommen. Deswegen mussten wir auch so ein bisschen von unserem Angriffskonzept abwenden und mussten den siebten Feldspieler relativ früh bringen. Aus der Tatsache heraus, dass wir halt im frühen hohen Rückstand hinterhergelaufen sind. Ja, und trotz dieses 0-6 und 1-9 Rückstandes, glaube ich, nach einer Viertelstunde, hatten wir immer noch die Möglichkeit, und wir haben auch daran geglaubt in der Halbzeit, das Ruder noch rumreißen zu können, weil Bonn hat das gut gemacht, hat gut unsere Fehler ausgenutzt, aber auch in der zweiten Hälfte auch selber Fehler gemacht. Und die haben aber leider dann nicht genügend nutzen können, sodass es dann nicht mehr wirklich eng geworden ist. Aber wir hätten es doch enger gestalten können. Ja, verdaut ist es. Die Jungs haben heute gut trainiert. Wir sind jetzt schon voll im Fokus auf Ratingen. Besser konntest du nicht überleiten. Fokus auf Ratingen. Auch hier, der Blick zurück ist süß. Ja, die letzte Saison 4-0 Punkte gegen Ratingen. Aber ich gehe mal davon aus, dass Ratingen auch einiges wieder gut machen möchte. Ambitionierte Mannschaft, die sicherlich Top 1, 2, 3 zu erwarten ist. Bestehen überhaupt realistische Chancen, gegen so eine Art Übermannschaft hier was zu holen? Also Chancen bestehen immer, denn jedes Spiel fängt dann mit der ersten Minute an und wir sind hier zu Hause. Wenn wir eine Chance haben wollen, müssen wir natürlich viel, viel mehr richtig machen als letztes Wochenende. Ich habe eben schon zu den Jungs gesagt, beziehungsweise zum Ben, für uns ist das ein relativ einfaches Spiel vom Kopf her. Nach dem letzten Wochenende haben wir nicht viel zu verlieren, was das Ergebnis angeht. Ratingen kommt sicherlich mit einem mulmigeren Gefühl nach hier, da die wissen, dass wir wissen, wie sie schlagen können. Und nichtsdestotrotz, klar, Ratingen will seit Jahren, glaube ich, wieder zurück in die dritte Liga, scheitern da oft an ihren eigenen Ambitionen, aber genau in die Kerbe wollen wir auch einschlagen. Ne? Aber ohne großen Druck aufzubauen, bei uns muss viel passen an dem Tag, aber wir versuchen es natürlich so gut wie möglich zu verkaufen und den dann einen oder anderen taktischen Kniff am Wochenende ein Beinchen zu stellen. Jetzt sieht die Personaldecke bei uns ja nicht gerade rosig aus. Hinter Simon Bock ist immer noch ein großes Fragezeichen, ob er überhaupt auflaufen kann und auch sonst der ein oder andere Verletzte. Wie sieht die Personaldecke aus? Gib uns mal da tieferen Einblick, so du das denn jetzt überhaupt schon kannst, Marc. Also nach dem letzten Wochenende hat sich unsere personelle Lage nicht verbessert, eher verschlechtert. Der Marcel ist mit einer Fußverletzung aus dem Spiel gegangen. Der Freddy hat eine Adduktorenzerrung und der Leo, ich habe eine Leiste. Also das sind nochmal drei Leistungsträger, die uns wegfallen werden wahrscheinlich. Also Freddy und auf jeden Fall Marcel und Leo müssen wir mal schauen, aber groß Plan mit denen können wir nicht. Timo Flossbach wird weiterhin ausfallen mit seiner Schulterverletzung. Da warten wir diese Woche noch das MRT-Ergebnis ab. Simon hat das erste Mal heute wieder mittrainiert. Inwieweit es fürs Wochenende wieder reicht, wird sich zeigen. Klar, das wäre wieder eine Alternative. Aber bevor er sich dann da überpaced, lieber eine Woche mehr und danach oder nach den Herbstferien dann wieder voll einsteigen. Wir werden sehen. Linkshänder auf halb rechts könnten wir ganz gut gebrauchen. Trikot nochmal bei dir anziehen? Da sehe ich eher den Ernst. Nee, Quatsch. das ist bei mir, glaube ich, nicht der Fall. Also ich werde die Jungs von der Seite unterstützen, soweit ich gut ich kann. Aber auf dem Feld machen das bestimmt einige Rechtshänder momentan besser als ich. Ja. Und das Spiel ist auch so schnell geworden, also ich könnte dem auch nicht mehr folgen. Zwar optisch noch, aber nicht mehr läuferisch, von daher. In der Theorie können wir das alle, vor allem die hier immer wieder im Räumchen stehen, können die das theoretisch alles. Also drücken wir mal der Mannschaft die Daumen, ich sage vielen Dank, toi toi toi, ich kann leider nicht dabei sein, weil Herbstferien und damit Urlaub, aber ich werde es verfolgen und vielleicht findet sich ja noch jemand, der streamt, mal sehen, dann werde ich ganz sicher auch mit dabei sein. Schling, ich danke dir, toi 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 und viel Erfolg, danke, ciao. Go 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 go